Wir beschäftigen uns heute mit einer tiefphilosophischen Frage, die, und das ist erstaunlich, mit einer naturwissenschaftlichen, technischen Frage koinzidiert. Wenn wir das in einen großen Horizont einordnen wollten, könnten wir sagen, dass das alte Denken, das sich in die Tiefe des Raums über den Horizont hinweg geträumt hat, ins Nonplusultra hinein, plötzlich seine Richtung wechselt, invertiert. Wir schauen nicht mehr über den Horizont hinaus, sondern wir schauen in die Tiefe des Nanoraumes hinein, ins Nonplusintra. Oder wie die Romantiker diesen Blickwechsel paraphrasiert haben, nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Das hat der große Physiker Richard Feynman in ganz kurzen Worten deutlich gemacht, indem er eigentlich diesen transzendenten Raum eröffnet hat mit den Worten "There's plenty of room at the bottom." Also diesen Grund, wo plötzlich der Raum sich auf eine Art und Weise öffnet, wie wir es zuvor nicht erlebt haben, den werden wir eruieren wollen. Haben damit mit Transistoren, mit ein paar quantenmechanischen Fragen zu tun. Aber, und das ist vielleicht das Wichtigste, mit dieser philosophischen Umkehrung unseres Raum-Zeit-Geschwindigkeit-Koordinatensystems. Wir sind in unserer Computergeschichte schon einigen merkwürdigen Menschen, einigen merkwürdigen Motiven begegnet. Lauter Dinge, die einem eher das Gefühl geben könnten, dass man hier vielleicht einer märchenhaften, mythografischen Welt gegenübersteht, weniger einem naturwissenschaftlichen Rationale. Man könnte durchaus sagen, und das wäre als Motto hilfreich, der Computer ist eine Maschine zum Träumen, eine Traumfabrik. Und erinnern wir uns, wenn wir an Alan Turing denken, seine goldene Schrift auf dem gläsernen Sarg, seine Animationstechnik, die im Wesentlichen diesem Kuss des Schneewittchens sich verdankt, dann geraten wir in merkwürdige Bezüge hinein. Und in gewisser Hinsicht können wir diesen Schneewittchen-Mythos wirklich auch als Leitmotiv über unsere heutige Verzwergungs- und Schrumpfkur stellen. Nur dass der Fokus nicht auf dem Schneewittchen, sondern auf den sieben Zwergen ruht. Das ist ja ein Punkt, den wir schon mehrfach angesprochen haben, die Beziehung zur Mythologie, die eben auch in unserem heutigen Thema eine Rolle spielt, aber vielleicht sogar einen biografischen Untergrund auch besitzt. William Bradley Shockley, der uns im ersten Teil dieser kleinen Vorlesung beschäftigen wird, 1901 geboren, bis 1989 hat er gelebt, war Kind zweier Bergbauingenieure. Seine Mutter war die erste weibliche Minenaufseherin, die mit Gewehr bewaffnet sich tapfer irgendwelchen Goldgräbern gegenüberstellte. Und der Sohn seinerseits tief in diese Welt des Bergbaus oder der Physik, der Nanotechnologie, ganz früh involviert. Nano, da haben wir einen weiteren Bezugspunkt zu unserem Märchen, leitet sich natürlich ab vom Zwerg. Also diese Verzwergungsschrumpfkur ist ja eigentlich das wesentliche Moment eigentlich unserer Digitalisierungsgeschichte. Wenn wir diesen alten Kolossen uns gegenüberstellen würden, also dem Kolossus aus den 40er Jahren, dieser Maschine, die Turing da mitentwickelt hat, aber eben auch dem Sage-Projekt des Jay Forrester, das quasi über mehrere Stockwerke sich erstreckte, dann müssen wir sagen, das sind Ungetüme, das sind Ungeheuer. Wie kann man ein solches energiefressendes Ungeheuer zähmen? Man zähmt es, indem man es verkleinert. Also diese Schrumpfkur beginnt, die auch etwas mit Teambuilding, der kollektiven Verzwergung zu tun hat. Ganz offenkundig muss das wahnsinnig erfolgreich gewesen sein, denn wenn wir ein Smartphone hervorholen, dann haben wir eine Rechenpower vor uns, die diese Kathedralen großen Bauwerke bei weitem übersteigt. Also, dass wir unsere Rechenpower haben, hat schlicht und einfach damit zu tun, dass der Computer als Maschine zum Träumen letztlich uns in diese Zwergenwelt hineingeführt hat.
William Bradley Shockley ist eigentlich auch derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass der Computer nicht irgendwo in Europa oder an der amerikanischen Ostküste, wo wir ihn bisher haben verorten können, angesiedelt ist, sondern im Silicon Valley, also da hinter den sieben Bergen. Zufall, wenn man so will. Anhänglichkeit der Mutter gegenüber. Jedenfalls siedelte er seine Shockley Laboratories in der Mitte der 50er Jahre in Mountain View im Silicon Valley an, weil er seiner kranken Mutter nahe sein wollte. Diese Übersiedlung ging eine Geschichte voraus, die Entwicklung des Transistors, bei der drei Männer sich wesentlich darüber zerstritten, und zwar welchen Anteil sie daran gehabt hatten. Warum ist der Transistor für die Geschichte des Computers so wichtig und welche Rolle spielt das Silizium dabei? Erinnern wir uns zurück an die Lines of Communication, die wir bei der Geschichte der Elektrizität schon beschrieben haben und die im Laufe der Zeit in der Telegrafie und in der Telefonie immer länger wurden. Aber da hatte schon die Länge eine gewisse Grenze. Denn je länger eine Leitung wird, desto mehr schwächt sich das Signal ab. Was im Falle der Telefonie beispielsweise bedeutete, dass das Audiosignal irgendwann im Rauschen der Leitung einfach unterging. Im Jahr 1912 etwa war die längste Telefonleitung von New York bis Denver. Da ging das Signal im Rauschen unter. Und es dauerte eine Weile, bis man eine Abhilfe fand. Und hier kam insbesondere die Vakuumröhre ins Spiel. Die erlaubte eine Verstärkung des Signals. Und auf diese Art und Weise war es möglich, also die Telefonie bis in jeden Landeswinkel hineinzubringen, aber eben auch Radiowellen zu verstärken, sodass eben dieses gigantische Spinnenwebnetz der Radiophonie und der Telefonie sich schon in den 30er, 40er Jahren herausbilden konnte. Bei der Vakuumröhre gab es gleichwohl ein gewisses Problem. Eine Vakuumröhre ist ein gigantischer Energiefresser und zugleich ist ihre Lebensdauer begrenzt. Es entstand, wurde also der Ruf nach einer Alternative laut. Und bei diesem Ruf nach dieser Alternative kam plötzlich das Silizium ins Spiel. Silizium ist ein sonderbares Zwitterelement. Es ist weder ein leitender Stoff, sozusagen elektrisch leitend, noch ist es ein isolierender Stoff wie etwa Holz, sondern es ist genau dazwischen ein Halbleiter, ein Zwitterwesen, wenn man so will. Und dieses Zwitterwesen kann also zwei Zustände annehmen. Einmal kann es den Strom blockieren oder es kann ihn leiten. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass man sich einen Schalter vorstellen kann. Ein elektronisches Bauelement, das genau zwei Zustände hat. Es leitet und es blockiert, es ist an oder es ist aus. Und damit haben wir eigentlich eine binäre Logik vor uns, die wir bisher eigentlich nur in der Lochkarte, also in dem Nichts, das sich gegen das zeichenlose Papier, das Materielle, absetzt. Das ist also die Idee des Transistors im Grunde genommen. Die amerikanischen Telefongesellschaften waren von diesem Prospekt ganz fasziniert. Warum? Man hatte errechnet, dass wenn der Telefonverkehr weitergehen würde wie gehabt, dass bald die Hälfte der amerikanischen Frauen als Telefonistinnen würden arbeiten müssen. Und natürlich war dann die Notwendigkeit da, dass man so etwas wie eine Art von elektronischer Schaltung bauen könnte, eine Art von Schrumpforgan, das diesen gigantischen Einsatz von Manpower würde so quasi beheben können. Also schritt AT&T, die große Gesellschaft, zu den Gründungen der Bell Laboratories. Da versammelte man kluge Naturwissenschaftler mit der Aufgabe, ein solches Schrumpforgan zu konstruieren, das die Telefonistin erleichtern oder auch diese mühsame Steckarbeit würde bringen können.
Weil wir im Bereich der Nanophysik uns in einer Welt bewegen, in der wir eigentlich nichts mehr sehen können, müssen wir uns mit Bildern behelfen. Stellen wir uns also das Siliziumatom vor als einen, sagen wir, vierarmigen Mönch. So eine Art von Kopffüßler, wie Kinder sie malen, mit vier Armen dran. Wobei diese vier Arme genau für die vier Elektronen stehen sollen, dieses Elementes. Nun steht ein Atom eben nicht allein in der Gegend herum, sondern die sind gewissermaßen verbunden, also wie die Mönche, die einander an den Armen halten. Die bilden eine Mönchsformation, ein, wenn man so will, ein elektronisches Gitter. Was passiert nun, wenn man einer solchen Mönchsformation, einem solchen Gitter, einen Fremdkörper hinzugibt? Wenn man einen Fremdkörper einschleust, einen, der beispielsweise mehr Energie hat, wie etwa Phosphor. Phosphor hat genau 5 Elektronen. Es kommt zu einem freien Atom, zu einer Freisetzung überschüssiger Energie. Und die Folge ist, dass dieses Atomgitter, das vorher sozusagen im Zwischenstand zwischen nicht geladen, geladen war, plötzlich eine Endotierung erlebt, also einen Wechsel hin zu einer Plusladung. Es wird also zu einem leitenden Element. Es wird zur digitalen Eins. Wir stellen uns die gegenteilige Operation vor. Die Hinzugabe, das Doping, also mit einem Element, das weniger Energie hat. Beispielsweise Aluminium oder Bor. Die haben genau 3 Elektronen. Hier kommt es zum Gegenteil, also hier kommt es zu einem Mangel an Energie, hier kommt es zum Loch und auf diese Art und Weise geht die Ladung in den Nullzustand, in die Nichtladung, in die Negativität über. Auf diese Art und Weise lässt sich also ganz präzise ein solches Siliziumgitter dopen, das heißt in einen bestimmten Zustand hineinbringen, kontrolliert in die 1 oder in die 0, in den Zustand des Leitens oder des Nichtleitens. Und damit ist das realisiert, physikalisch realisiert, was in der Boolschen Logik vorgegeben ist. Etwas ist geladen, es ist nicht geladen, es ist eins, das Universum, oder aber es ist das Nichts. Soweit also die Theorie, die tief in Bereiche der Quantenmechanik weist. Weil William Shockley auf diesem Gebiet auch einige Lorbeeren schon gewonnen hat, wird er von Bell Labs als derjenige ausgesucht, der ein Team zusammenzustellen hat. Womit wir irgendwie bei dieser Figuration der 7 Zwerge sind, also diesen verschiedenen Gewerken, die ein Team bilden müssen. Metallurgen, Chemiker, Mathematiker, Physiker und so fort. Shockley hat ein ausgesprochenes Gefühl, so ein Trüffelschwein-Gen für Begabung. Und er holt mit John Bedeen, dem Mathematiker, und Walter Bratton, dem Experimentalphysiker, 2 Koryphäen des ihres jeweiligen Fachs in dieses Team. Man kommt ganz gut voran am Anfang. Aber irgendwann begreifen seine Mitarbeiter, dass das Modell, das Shockley vorgelegt hat, nicht zum Ziel führt. In Shockleys Entwurf befindet sich über dem Siliziumkristall eine kleine Aluminiumplatte. Diese Aluminiumplatte wird von einer Batterie unter Strom gesetzt und theoretisch sollte es jetzt dazu kommen, dass die Elektronen, die gedopten Elektronen, in das Silizium eindringen und es in einen positiven Zustand versetzen. Aber das passiert nicht. Passiert einfach nicht. Bedeen und Bratton sitzen ein ganzes Jahr und experimentieren herum mit den verschiedensten Materialien und so fort. Es kommt nicht dazu, bis eines Tages auf ganz zufällige Art und Weise ein Durchbruch gelingt. Und zwar im Wortsinne. Da fällt ein Wassertropfen auf das Siliziumkristall und plötzlich kommt es zur Kommunikation, die Elektronen dringen ein, dopen, das Siliziumkristall ist es leitend. Bedeen und Bratton begreifen, offenbar ist dieses Siliziumkristall versiegelt. Wenn man die Oberfläche ein bisschen abschabt und am besten noch einen kleinen Goldfaden da in dieses Kristall hineinbringt, hat man einen Kommunikationsweg, über den die Elektronen eindringen können. Und voilà! Mit dieser Technik ist der Transistor geboren.
Natürlich rufen die beiden begeistert sofort ihren Boss an und sagen, wir haben es geschafft, das ist die Lösung. Und vordergründig ist Shockley durchaus erfreut und lobt und preist diesen Durchbruch. In Wahrheit jedoch ergeht sie mehr wie dieser bösen Königin im Märchen, der von seinem Wahrheitsspiegel, die von ihrem Wahrheitsspiegel gesagt bekommt, dass sie nicht die Schönste im ganzen Land ist. In Shockleys Fall, dass er nicht das große Genie ist, der auf dessen Kopf all dies zurückgeht. Er schmiedet also einen finsteren Plan. Er setzt sich hin, baut ein neues Transistormodell à la Shockley, ein bisschen so wie die Vakuumröhre, nur in Nanoform. Aber dieser Plan geht nicht auf. Seine Oberen bekommen relativ schnell mit, dass eigentlich der Durchbruch schon geleistet ist und das Patent geht an alle drei. Und Badin, Bratton und Shockley. Und Shockley muss sich eingestehen, das hat also nicht funktioniert. Die drei bekommen kollaborativ einen Nobelpreis zugesprochen, aber intern. Auch wenn man für die Fotos der Journalisten posiert, intern ist das Verhältnis absolut zerrüttet. Der Transistor schlägt im Gesellschaftsganzen ein wie kaum eine andere Erfindung. Warum? Weil wir hier vielleicht dem ersten Prototypen einer mobilen Technologie begegnen. Halten wir uns kurz vor Augen, wie das in den 30er, 40er Jahren so war. Da saß die Familie vereint um den heimischen Privataltar, ihr könnt ahnen, dass das genannt hat, ums Radio und hörte sozusagen gebannt zu. Aber mit dem Transistorradio hatte plötzlich jeder seine Musik bei sich, konnte sie in die Straßen hinaustragen, in die Cafés, an den Strand, ja selbst in die Wüste. Ein weiteres kam hinzu mit dem Transistor war es möglich, dass Musiker ihre Instrumente verstärkten, auf kostensparende Art und Weise. Und das führte zu einer, natürlich zur Erfindung der Rockmusik, der elektronischen Musik. Marshall McLuhan hat das einmal wunderbar deutlich gemacht, und das ist eben auch für unser Thema interessant, am Beispiel des Flüsterns von Elvis Presley, dass eine Intimität in ein Mikrofon hineingesprochen, gleichsam zu einer globalen Erregung werden kann. Eine globale, weltumspannende Intimität plus Intra. Als William Shockley im Jahr 1955 nach Kalifornien geht, nach Palo Alto, ist er eine Berühmtheit. Das Einzige, was fehlt, ist der Reichtum. Und dem soll die Gründung der Shockley Laboratories abhelfen. Der Zeitpunkt ist günstig, Silizium gibt es wie Sand am Meer, Kalifornien ist billig, man kann sehr leicht irgendwie Dinge machen und die Gewinne, die zu erwarten sind, sind gigantisch. Shockley orientiert sich nicht, wie wir das eigentlich von unserer Geschichte erwarten könnten, an der Idee eines großartigen neuen Computers, der auf Transistorbasis funktioniert. Im Gegenteil, er hat ganz klar vor Augen das amerikanische Militär, was eben über die Erfindung eines solarbetriebenen Radios mitbekommt, wie mächtig dieses Werkzeug ist. Und dem amerikanischen Militär Transistorteile zu verkaufen, das ist also sein Geschäftsmodell. Damit es nicht wieder zu diesen Patentstreitigkeiten kommt, die er in den Bell Laboratories erlebt hat, ist er bestrebt, vor allem junge, gefügige Männer um sich herum zu versammeln. Wie gesagt, er hat einen ausgeprägten Sinn für Talente. Einer der ersten Leute, die er für seine Firma für sich rekrutiert, ist der 28-jährige Robert Noyes. Robert Noyes wurde im Jahr 1927 in Grinnell, Iowa, im Mittleren Westen geboren, als Sohn eines Geistlichen, weswegen also im väterlichen Haushalt, vor allem Arbeitsethos und Pflichtgefühl dominierten. Und da
hielt man sich nicht mit feinen Unterschieden auf, sondern entwickelt so eine Art von Do-it-yourself-Mentalität, die eigentlich viele Computerpioniere auszeichnete. Das wird deutlich in einer kleinen Episode. Der 12-Jährige liest in einem Magazin Popular Science und entdeckt da eine Konstruktionszeichnung eines Gliders, eines Flugdrachen. Und stiftet sofort die gesamten Nachbarskinder mit an, mit ihm gemeinsam diesen Flugdrachen zu bauen. Er hebt sich auf eine Scheune und stürzt sich in diesen Flugdrachen hinein, gezwängt, über in die Tiefe. Kommt lädiert, leicht lädiert wieder auf die Beine, aber das hindert ihn nicht, sofort die nächste Aufgabe anzusehen. Nur der Sky, just the sky is the limit, ja, das ist die Logik, nur der Himmel ist die Grenze. Also wird der Nachbarsjunge genötigt, sich in ein Auto zu setzen. Robert Noyce hängt hinten dran und wird auf diese Art und Weise in die Lüfte erhoben. Das ist gewissermaßen so etwas wie ein Lebensmotto, das sich der junge Mann dann in Form eines Aufklebers anschafft. Da steht drauf, no guts, no glory. Dass dieser junge Mann, der vielleicht einen Leistungssportler hätte abgeben können oder gut aussehenden Schauspieler wie Gary Cooper, der ebenfalls ein Absolvent des Grinnell Colleges war, dass der zum Physiker werden sollte, ist gewissermaßen so etwas wie ein Zufall. Und dieser Zufall hört auf den Namen seines Physiklehrers, der seinerseits in der Zeitung liest, dass er irgendwann einmal mit einem berühmten Nobelpreisträger in die Schule gegangen ist, mit Walter Bratton, also einem dieser drei Grunderfinder des Transistors, und er nimmt Kontakt zu ihm auf und wird in die Geheimnisse des Transistors unterwiesen. Und auf diese Art und Weise wird das Grinnell College zu einem der wenigen Orte, wo man in diese Hightech-Logik eingeführt wird. Große Unwahrscheinlichkeit. William Shockley, von dem wir ja schon gesagt haben, dass er einen besonderen Sinn für die Talente hat, begreift zugleich, dass er es hier mit einem sehr ungewöhnlichen jungen Mann zu tun hat und nimmt ihn sofort in sein Labor mit auf. Er hat einen Sinn für Talente, aber das Feingefühl, das man vielleicht für die übliche Kommunikation braucht, das an dem fehlt es definitiv. Das Klima ist nicht besonders freundlich in diesem Labor. Ein Indikator mag sein, dass Shockley all seine Leute nötigt, einen selbstfabrizierten IQ-Test zu machen. Noch schlimmer wird es freilich, als Shockley den Nobelpreis zuerkannt bekommt im Jahr 1956. Fortan wittert er nämlich überall Intrigen. Also selbst in der Intrige geschult, sieht man natürlich überall Intrigen. Und das Schlimmste ist die Vorstellung, dass irgendjemand Industriespionage betreiben könnte. Die Mitarbeiter, das ist die Folge, werden genötigt, Lügendetektortests zu machen, um zu erklären, dass sie nicht irgendwie für eine auswärtige, böse Konkurrenz spionieren. Kurzum, das Betriebsklima erreicht eisige Temperaturen und die Mitarbeiter überlegen, wie sie das irgendwie anders handeln können. Die nehmen Kontakt zu einem Risikokapitalgeber auf, Simon Fairchild, und der entdeckt in der Gruppe Robert Noyce als den Leader, als den Anführer dieser sieben Zwerge, wenn man so will. Und Neues, der eigentlich die größte Loyalität Shockley gegenüber verspürt, tritt als letzter dieser Gruppe bei. Und es kommt also zu diesem Aufstand, zum Vatermord an William Shockley, der auf ziemlich unrühmliche Art und Weise dann eben auch aus der Geschichte des Computers verschwindet. Aber was bleibt? Das ist die Firma Fairchild Semiconductors, die sieben Zwerge des Silicon Valley. Weil Robert Noyce sich nicht als Boss, sondern als Primus inter pares verstand, stand der Entfesselung der Talente nichts mehr im Weg. Ein Jahr nach Gründung der Firma Fairchild Semiconductors brachten sie einen Transistor auf den Markt und der Kapitalgeber
Simon Fairchild kaufte die Anteile seiner Gründer auf und eigentlich waren alle wunderbar zufrieden. Man hätte sogar noch sehr, sehr viel mehr Geld machen können, wenn man denn wie Shockley es auf den amerikanischen Rüstungsmarkt angelegt hätte. Aber Robert Noyes hatte auch aus ethischen Gründen die Vorstellung, dass man den Massenmarkt erobern sollte. Dabei war das Moment oder die Schwierigkeit, dass schon die Konstruktion eines Transistors mit seinen beweglichen Teilen eine metallurgische, chemische, quantenmechanische Problematik ersten Ranges darstellt. Wie also sollte eine Mikronfertigung im Massenbereich, Mikron, also kleiner als ein menschliches Haar, sich gestalten? Das ging nur, wenn man auf die menschliche Hand überhaupt verzichtet. Also wir sehen eine Fortschreibung jener Problematik, die wir schon beim Transistor gesehen haben, als es darum ging, die weiblichen Operator letztlich durch einen Schaltkreis zu ersetzen. Jetzt geht es darum, auf der Produktionsseite die menschliche Hand loszuwerden. Die Lösung war schon antizipiert durch eine Neuerung, die sein Mitarbeiter Jean Ernie auf den Weg gebracht hatte. Der hatte einen sogenannten planaren Transistor entworfen, der alle beweglichen Teile in das Innere des Transistors verlagert hatte. Und es war eigentlich nur ein Schritt weiter zu denken und sich die Frage zu stellen, ist es eigentlich möglich, das Atom selbst zur Maschine zu machen? Also einen monolithischen Festkörper zu nehmen, der ganz, ganz klein sein mag, aber auf ihm all die Dinge anzulegen, die man sonst vielleicht mühsam hätte ankleben, anlöten oder befestigen müssen. Also das Objekt selbst gewissermaßen zu einem Schaltkreis werden zu lassen. Robert Noyes spielte das in seinem Notizbuch durch und kam zu dem Schluss, das sei möglich. Und als er hörte, dass Jack Kilby von Texas Instruments einen solchen Germanium-Schaltkreis realisiert hatte, setzte die Firma darauf an. Im März 1959 begann Fairchild, also sich dieser Aufgabe zuzuwenden. Und ein Jahr später hatte man es erreicht. Da konnte die Firma einen ersten integrierten Schaltkreis mit 6 Transistoren vorstellen. 6 Transistoren, also wenn wir das vergleichen mit unseren heutigen Chips, die Milliarden an Transistoren enthalten, das ist natürlich fast lächerlich. Aber wenn wir das wiederum vergleichen mit diesen raumgroßen Ungetümen, wie wir sie bei Jane Forrester gesehen haben, wo ein Rack von 3 Metern vielleicht 16 Bit verwalten konnte, war das gigantisch. Da war das plötzlich über einen Fingernagel zusammengeschrumpft. Vor allem die Mitarbeiter der NASA waren begeistert von den Möglichkeiten. Plötzlich war nämlich denkbar, dass man Raumkapseln mit leichter Elektronik würde ausstatten können. Neues Genie lag, wenn man es genau nimmt, vielleicht weniger in dem Bereich sozusagen der konkreten technischen Anwendung als vielmehr im Bereich der Vision. Der Begriff, dass ein solcher integrierter Schaltkreis nicht die Industrie revolutionieren würde, dass er ein universales Programm, universales Werkzeug mit sich brachte, das mit sich bringen würde, das alles Erdenkliche abbilden würde. Und so schritt er in der Mitte der 60er Jahre zu einem Akt zum Schrecken seiner Mitarbeiter, der die Umwelt in Verblüffung versetzte. Eigentlich präzedenzlos war. Er kündigte nämlich an, dass die Firma Fairchild fortan ihre integrierten Schaltkreise zu einem Preis verkaufen würde, der niedriger sein würde, als die Montage der entsprechenden materiellen Bauteile verschlang. Das war eigentlich Voodoo-Ökonomie. Ein Jahr lang etwa konnte die Firma Fairchild eigentlich damit nur ihre Gestehungskosten einfahren. Aber, und das war das Entscheidende, indem die Aufträge reinkamen, sanken die Produktionskosten, explodierte der Markt und wurde die Dichte der Transistoren auf diesem integrierten Schaltkreis immer dichter und immer leistungsfähiger. Damit nahm Robert Noyes'
Offerte in gewisser Hinsicht vorweg, was ein Mitarbeiter später zum allgemeinen Gesetz formulieren würde und was eben als Moore's Law in unser kollektives Gedächtnis hineingegangen ist, dass in dem Maß, in dem die Dichte der Schaltkreise wächst, also auch die Geschwindigkeit zunimmt, alle 18 Monate verdoppelt sich die Geschwindigkeit unserer Computerchips, weil sie immer kleiner werden. Plus Intra, Moore's Law. Ende der 60er Jahre geriet die Firma Fairchild, die rasant gewachsen war, in eine Krise hinein, in eine allgemeine Weltwirtschaftskrise. Und mit dieser Krise brachen die Konflikte zwischen den Wall Street-Geldgebern und den eher hippie-mäßigen Typen aus dem Silicon Valley gründlich auf. Es kam also zur Trennung. Diesmal brauchten allerdings Robert Noyce und seine Mitstreiter keine 48 Stunden, um neues Kapital für eine neue Unternehmung zu generieren. Weil sie mit dieser neuen Unternehmung so etwas wie die Herrschaft der Vernunft ankündigen wollten, hieß diese Firma nicht mehr nach dem Namen, trug sie nicht mehr den Namen ihres Geldgebers, so wenig wie sie den als ihrer Gründe trug. Dies kurz und bündig Intel für Integrated Electronics. Aber natürlich spielt er ja auch das Moment der Intelligence oder der künstlichen Intelligenz an. Wie die Firma Fairchild begann auch Intel mit einem Paukenschlag. Im Jahr 1971 konnte man mit der Hilfe des italienischen Prozessorarchitekten Federico Faggin einen ersten Mikroprozessor vorstellen. Von Grundgedanken war der Mikroprozessor eigentlich die logische Fortentwicklung des integrierten Schaltkreises. Hatte der integrierte Schaltkreis die ganzen Elemente eines Transistors, also die beweglichen Teile, auf einem Festkörper vereinigt, ganz viele Transistoren dort irgendwie allokiert, bedeutete der Mikroprozessor, dass nun alle Elemente, alle Computer Bauteile gewissermaßen zusammengeführt werden sollten. Also der Speicher, die Uhr, die Programme und die Datensektion und so weiter und so fort. Und weil jeder Chip im Grunde genommen so etwas wie ein lauffähiger Computer war, konnte man dieses Ding in allen erdenklichen Objekten des täglichen Lebens einbauen, zum Beispiel in Ladenkassen, Digitaluhren oder man konnte ihn nutzen, um Fahrstühle zu steuern und dergleichen. 3 Jahre nach Einführung des integrierten, also des Mikroprozessors, wurde der schon in der Automobilindustrie regelmäßig benutzt. Also wir sehen hier, wie dieses Objekt, bevor es eigentlich zum Personal Computer wird, letztlich schon überall in die Welt eindringt, wie ein Virus. Wenn wir noch einmal einen Schritt zurücktreten und uns vor Augen halten, was es mit diesem Plus Intra auf sich hat, dann müssen wir sagen, dass offenbar hier eine Veränderung des Blickwinkels da ist, dass wir in eine Innenwelt hineingeraten, in diese Maschine zum Träumen, die uns Dinge ermöglicht, an die wir vorher nicht gedacht haben. Man könnte dieses wunderbare mittelalterliche Bild von den Engeln, die auf einer Nadelspitze tanzen, herbeiziehen. Genau das ist es ja letztlich, was ein Chip ausmacht. Milliarden Engel tanzen da auf einer kleinen Nadelspitze herum. Fortan kann überhaupt jedes Objekt in Lichtgeschwindigkeit ans andere Ende der Welt reisen, kann nach Belieben proliferieren. Und das Ding, das all dies ermöglicht, ist kleiner als ein Fingernagel. Das heißt, wir haben, und das ist dieses merkwürdige Moment, wir haben eine technische Veränderung unseres Verhältnisses zur Welt, zu Raum, Zeit und Geschwindigkeit. Robert Noyce hat dies in einem Vortrag, den er in den 80er Jahren als älterer Grand Seigneur des Silicon Valley gehalten hat, einmal deutlich gemacht. Der hat einfach nichts, was sehr naheliegend ist, die Frage der Geschwindigkeit unserer symbolischen Maschinen mit der Automobilindustrie verglichen und kam zu dem Schluss, naja, wenn sich die Automobilindustrie so entwickelt hätte wie unsere Computerwelt, dann dürfte
ein Auto vielleicht ein $0.25 kosten und eine Fahrt von Kalifornien nach New York gar nichts. Und auch das Parkplatzproblem in New York, das hat sich irgendwie dann doch erledigt. Wenn ich da angekommen bin, dann nehme ich einfach das Auto und stecke es mir in die Hosentasche. Thank you.